Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von It's YouTube Time. Ihr seht schon, ich habe hier Betaflight offen und aufgrund einer YouTube-Anfrage von einem User dort habe ich mir überlegt, eine neue Videoreihe zu starten. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich mal die ganzen Begriffe erklären könnte. Denn gerade für Einsteiger ist es doch erstmal ganz schön viel Neuland, was Betaflight so zeigt. Und ja, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was das alles bedeutet, was man da so stehen hat und was man damit machen kann. Also in dieser Videoreihe, und das ist jetzt der erste Teil, wird es darum gehen, eben diese Begriffe etwas zu erklären, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und weil das doch schon etwas dauert und ich auch gerne Tab für Tab einmal durchgehen möchte, werden wir mehrere Teile machen, denn das würde, glaube ich, den Rahmen für ein einzelnes Video sprengen. Gut, steigen wir ein. Es ist so, ich habe jetzt hier erstmal Betaflight aufgemacht. Wie das Ganze installiert wird, möchte ich nicht erklären. Dazu gibt es genug Videos, soll nicht Ziel des Videos sein. Zweitens, ich habe einen Mac. Das bedeutet, mitunter kann es sein, dass ein, zwei Dinge anders aussehen als bei euch auf einem Windows-Rechner. Ich weiß zum Beispiel, dass es ganz konkret hier oben der Fall ist. Denn ich kann meinen Quad einfach anschließen und das funktioniert sofort. Mitunter kann das sein, dass es bei Windows nicht ganz so einfach ist. Ich kann euch aber leider keine Tipps dazu geben, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen musste. Aber auch dazu gibt es einige Videos und auch Foren, wo man sich Tipps holen kann. Gut, steigen wir ein. Ihr seht, ich habe hier die Betaflight Configurator Version 10.4. Das ist die aktuellste und wir sind jetzt gerade im Januar 2019. Dann ja, habt ihr hier oben verschiedene Möglichkeiten, die Ports anzusprechen. Wie gesagt, ich muss hier nichts umstellen, deswegen fummel ich da auch nicht rum. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist, also wir sind jetzt hier in dem Welcome-Tab, das Quad ist nicht angeschlossen, das schließe ich jetzt an, damit wir dann auch in Betaflight reingehen können und uns das ansehen können. Quad angeschlossen, automatisch verbunden und wir können auch schon einsteigen. Die erste Veränderung, die ihr hier oben seht, ist, dass hier direkt erstmal angezeigt wird, welche Betaflight-Version ich auf meinem FC, auf meinem Flugcontroller installiert habe. Target, das ist das Ziel. Bei mir in dem Fall steht das Kürzel für ein Martec F4 Flugcontroller. Und das ist schon mal die erste Information, die ihr hier erhalten habt. Dann als nächstes, wenn wir hier nach rechts rüber gehen, könnt ihr sehen, dass ich gerade kein LiPo angesteckt habe. Das brauche ich nicht, denn ich bin jetzt über USB angeschlossen und dann können wir uns hier auch alles angucken. Dann haben wir hier eine Warnung, wenn ihr quasi euer Quad scharf habt. Das sollte auf keinen Fall so sein, denn ich würde euch empfehlen, immer wenn ihr hier in Betaflight arbeitet und das Quad dran habt, disarmen, also nicht scharf schalten, damit das sicher ist und vor allen Dingen nochmal die Propeller abnehmen. Denn sollte bei einem Motorentest oder irgendwas mal das Quad doch in die Luft gehen und ihr das vielleicht ins Gesicht bekommt, oho, das wird übel. Deswegen auf jeden Fall immer vorsichtig sein an der Stelle, Props runter und wenn es geht, eben auch kein LiPo dran. An manchen Stellen geht das manchmal nicht, denn wenn ihr zum Beispiel euren Empfänger einstellen wollt, es gibt es auch Flugcontroller, die den Empfänger nicht mit Strom versorgen, wenn kein LiPo dran ist. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ihr da mal erfolglos seid, einfach mal LiPo dran stecken, dann kann es sein, dass es schon funktioniert. Okay, ich schweife ab. Wir wollten weiter durchgehen. Hier oben Gyro, das ist im Prinzip in jedem Flugcontroller verbaut. Das Symbol wird immer leuchten. Der Accelerometer, also Beschleunigungssensor, ist auch in jedem Flugcontroller verbaut, wird auch immer leuchten. Ich persönlich habe noch keinen Flugcontroller gesehen mit Magnetometer. Und mein Flugcontroller hat ein Barometer, Höhenmesser, haben auch nicht alle. Ich finde, das ist eine ganz praktische Sache. Also wenn ihr überlegt, euch einen Flugcontroller zu holen, kann man sich darum Gedanken machen, danach zu schauen, einen mit Barometer zu nehmen. Warum? Wenn ihr anfangt, mit Brille zu fliegen, ist es eine ganz gute zusätzliche Orientierung. Es ist nicht ganz genau, aber eine Orientierung, die ihr eben mehr habt, wenn ihr euch das im On-Screen-Display anzeigen lasst. GPS habe ich nicht verbaut und Sonar auch nicht, deswegen ist das hier nicht aktiv. Gut, soweit zum Top. Hier in dem Feld könnt ihr im Prinzip alle Änderungen beobachten, die ihr macht. Und auch hier sieht man jetzt nochmal, welcher Flugcontroller verbaut ist. Mein Quad heißt Rooster, denn es ist ein Rooster Frame von Banggood und ist im Moment eben nicht scharf geschaltet.
In dem Setup-Tab generell könnt ihr erstmal eigentlich Kalibrierung vornehmen und eure Einstellungen sichern. Ja, wie der Akzelerometer kalibriert wird, das ist hier erklärt, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Das ist der Beschleunigungssensor. Ihr solltet es aber auf jeden Fall von Zeit zu Zeit einmal machen, insbesondere dann, wenn der Kopter einen Stoß bekommen hat, kann das hilfreich sein, damit ja, das Quad wieder besser ins Fliegen kommt. Oder eine bessere Fluglage hat, genauer gesagt. Hier könnt ihr alle Settings zurücksetzen. Ich würde das tunlichst unterlassen, wenn ihr nicht schon ein Backup erstellt habt. Also das ist schon ganz hilfreich. Ich benutze diese Funktion hier immer und sichere mir einmal die Grundeinstellungen, insbesondere bei meinem ersten Quad, einer eChine Wizard X220S, hatte ich das nämlich nicht gemacht und ich habe gefühlte 2 Tage gebraucht, um das Ding wieder in die Luft zu bekommen, weil ich einfach noch keine Ahnung hatte. Ich hätte mir gewünscht, an der Stelle ein Backup zu machen. Okay. Und über diesen Button könnt ihr das Backup wieder draufladen und der Bootloader-Mode ist für die Windows-Leute insbesondere interessant, weil wenn ihr die Firmware flashen wollt, muss man das Quad erst in den Bootloader-Mode versetzen. Ist meine Info, ich muss das selber noch nicht machen. Okay. Die Z-Achse kann hier resettet werden. Wofür ist das interessant? Das ist relativ einfach. Ich habe ja das Quad jetzt hier dran und bewege das jetzt nach rechts und nach vorne, beziehungsweise nach hinten. Und es ist jetzt bei mir so, ich habe das Quad jetzt gerade in der Hand, mit dem Ende der hinteren Seite zu mir und mit dem grünen Pfeilspitze auch von mir weg. Und wenn ich möchte, dass das eben ganz genau mit mir ausgerichtet ist, kann ich hier einmal draufdrücken. Zack. Und dann ist das auch gerade. Und das ist dann hilfreich, damit man eben überprüfen kann, ist zum Beispiel der Flugcontroller richtig eingestellt. Also wenn ihr ein neues Quad zusammengebaut habt, kann es durchaus sein, dass ihr das Quad gerade haltet. Aber es hier im Betaflight vielleicht um 45 Grad versetzt angezeigt wird. Das wäre dann der Fall, wenn ihr den FC nicht gerade bzw. mit der Pfeilrichtung nach vorne eingebaut habt, dann gibt es hier Möglichkeiten, das am Betaflight aber einfach ja, einzustellen und digital zu hinterlegen, wie die Ausrichtung des FCs ist. Aber diese Funktion hier ist erstmal ganz praktisch, um zu gucken, ist die Lage richtig und reagiert das Quad überhaupt. Dann habt ihr hier bei den, also grundsätzlich, ihr seht, ich bin hier langsam drauf gegangen und dann wird auch immer erklärt oder oftmals erklärt. Das ist nicht bei allen Feldern, aber erstmal so eine recht hilfreiche Funktion, um Dinge auch nachzugucken. Ihr bekommt hier oben auch einmal ins Wiki gehen von Betaflight und dort gibt es auch noch mal ganz viele weiterreichende Informationen. Gut, hier sind die Status-Flags, die kann man ganz gut googeln und sind sehr hilfreich bei der Fehlersuche. Also wenn mal irgendwas nicht funktioniert, einfach mal gucken, welche Zahlen hier drin stehen, die mal durchgoogeln und zwar genau mit diesem Text hier. Dann werdet ihr finden und auch Erklärungen dafür finden und sicherlich ein Stück schlauer sein, wo vielleicht dann die Fehler liegen. Hier zeigt er mir die Batteriespannung an, ist bei mir auf 0, weil kein Dipol dran ist. Und hier sagt er mir, was gezogen worden ist und das, was aktuell gerade gezogen wird. RSSI, das ist die Signalstärke von unserer Combo-Empfänger-Sender. Das RSSI wird nicht automatisch angezeigt, das muss man einstellen, das muss man an dem Sender einstellen, insbesondere und aber auch hier im Betaflight einstellen, damit das funktioniert. Wahrscheinlich, auch wenn ihr das nicht eingestellt habt, wird dort irgendein Wert stehen, 50%, 60%, der wird aber wahrscheinlich fix sein, bis ihr das tatsächlich mal eingestellt habt. Ich plane auch gerade ein Video noch dazu einzustellen, wie das funktioniert. Gut, hier seht ihr zum GPS-Dinge, ich habe das nicht angeschlossen, deswegen sind hier auch keine Daten und einmal die Instrumente und auch die reagieren, wenn ich eben das Quad bewege. Okay, so viel erstmal zu dem Setup-Tab. Schauen wir gemeinsam in das zweite Tab, in das Ports-Tab. Grundsätzlich erstmal, ja, wofür ist das Ports-Tab? Also, ihr habt ja in jedem Quad einen Flugcontroller drin und dieser Flugcontroller hat bestimmte Anschlussmöglichkeiten. Und manche Anschlussmöglichkeiten werden genutzt, manche nicht. Und man hat auch auf bestimmten Anschlüssen die Möglichkeit, verschiedene Dinge da drauf zu legen. Und
hier kommt eigentlich das Ports-Tab ins Spiel, denn wir können hier sagen, was wir da drauf gelegt haben und was wir wo angeschlossen haben, um quasi ja das Ganze ins Laufen zu bekommen. Das ist erstmal so ganz grob die erste Info zu dem Ports-Tab. Dann haben wir verschiedene Spalten. Der Identifier sagt erstmal, welcher UART aktiv ist. Und ich wollte euch auf jeden Fall einmal auch sagen, was denn UART genau bedeutet. UART steht für Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Im Prinzip ist das ja so eine Art Schnittstelle auf dem Flugcontroller, die im Prinzip entweder Daten sendet oder empfängt. So ganz grob erklärt. Es gibt sicherlich Leute, die technisch das ein bisschen genauer erklären können, aber grundsätzlich habt ihr vielleicht auch auf eurem Flugcontroller-Plan, auf eurer Channel Map gesehen, dass es dort eben einmal den Unterschied zwischen RX und TX gibt. RX merke ich mir immer mit Receiving und TX mit Transmitting. Das ist erstmal so eine Grundtendenz, dass man sich merken kann, was da passiert. Ganz stark vereinfacht. Da gibt es noch ein paar Dinge mehr zu bedenken, aber ich möchte es jetzt nicht zu kompliziert machen. Also ich habe hier 5 UARTs und hier unten seht ihr noch die Soft Serial. Das werdet ihr nicht sehen. Das habe ich erstmal hier auf dem Quad hinzugenommen, damit ich meinen Smartport aktiviert bekomme, also meine Flugtelemetrie. Aber das ist so erstmal nicht Standard. Ihr werdet eure UARTs sehen und da mitunter auch etwas weniger, als ich hier drin habe. Dann habt ihr hier oben diese erste Reihe, das ist erstmal die USB-Verbindung, also quasi die Kabelverbindung zwischen dem Quad und Betaflight. Und das sollte auf jeden Fall immer aktiviert sein. Und das solltet ihr auch nicht deaktiviert sein. Es kann sein, dass ihr dann Probleme bekommt und euren FC neu flashen müsst. Also Finger davon weglassen. Und ihr seht hier, also an der an dieser Datenrate muss man in der Regel auch nichts einstellen, das kann man so lassen. Wichtig ist nur, dass hier im Prinzip in diesem Configuration Tab hier oben dieser eine Haken gesetzt ist und mehr eben nicht. SerialX, damit sage ich Betaflight, auf welchem UART der Empfänger angeschlossen ist. Und das ist bei mir eben hier UART 2 und deswegen habe ich das Ganze aktiviert. Wenn ihr hier Dinge verändert, dann müsst ihr auf jeden Fall immer auf Save und Reboot klicken, damit diese Dinge übernommen werden. Tipp ist auch an der Stelle, wenn ihr einen S-Bus-Empfänger habt, dann ist das eigentlich das Erste, was ihr machen müsst. Ihr müsst den UART einstellen, das ganze Ding speichern und erst dann könnt ihr weitere Einstellungen vornehmen, weil sonst das Ganze eben nicht funktioniert. Okay, hier in dem Telemetriebereich könnt ihr eben einstellen, auf welchem Anschluss die Telemetrie angeschlossen ist. Und ich habe das eben hier auf Soft Serial 1 liegen. Das ist für mich die einzige Lösung, die ich gefunden habe, wie ich das Ganze machen kann. Dazu gibt es aber ein extra Video von mir, wie das genau funktioniert. Das könnte bei euch also auch woanders liegen. Dann gibt es mitunter Sensoren und die sind bei mir hier auf dem UART 5. Die ESCs sind übrigens die Motorenkontrolle, also die Motorensteuerung. Und das Kürzel steht für Electronic Speed Controller. Also relativ simpel und sagt eigentlich genau, was das Ding macht. Dann gibt es hier die Peripherals. Und hier seht ihr, dass eben meine Kamera mit TBS Smart Audio auch noch ausgestattet ist. Und ja, das sind eigentlich so erstmal die grundlegenden Erklärungen für das Ports-Tab, also Angabe für das UART. Dann hier ist im Prinzip immer nur der eine Button aktiviert, damit ihr euer Quad an den PC anschließen könnt. Hier stellt ihr SerialX, stellt ihr ein, auf welchem UART euer Empfänger angeschlossen ist. Hier sagt ihr, auf welchem UART eure Telemetrie liegt. Und hier sagt ihr, auf welchem UART die ESC-Daten reinkommen. Das sind im Prinzip die grundlegenden Erklärungen von diesem Tab. Wir sind jetzt bei guten 10 Minuten. Das soll erstmal reichen hier für das erste Video. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Infos bekommen, die für euch interessant sind und die euch weiterhelfen, um in Betaflight reinzukommen. Besten Dank fürs Zuhören und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal.
Viele Grüße und bis bald. Tschüss, tschüss.